super geil, richtig. Super geil, ich find's super geil. Der Spot, ein Renner im Netz. Für diese ehemalige Edeka-Mitarbeiterin war es alles andere als super toll. 7 Jahre arbeitete sie in einem inhabergeführten Edeka-Markt als Kassiererin und Kassenaufsicht. Sie will unerkannt bleiben, da sie weiter im Einzelhandel tätig ist. Laut Arbeitsvertrag sollte sie 48 Stunden die Woche arbeiten, für 1200 Euro brutto im Monat. Doch unbezahlte Mehrarbeit war normal. Es sah tatsächlich so aus, dass man morgens wesentlich früher da sein musste. Bestimmte Ware musste verräumt werden. Und wenn der Ladenschluss dann halt war, nach 22 Uhr, also bis 22 Uhr hatten wir geöffnet. Und da fiel ja noch Arbeit an. Das heißt, man musste die Kassen abrechnen, Tagesabschluss musste gemacht werden. Man hat im Grunde genommen jeden Tag 2 Stunden umsonst gearbeitet. Bis zu 30 Überstunden pro Monat waren bei ihr die Regel, alle unbezahlt. Die Hintergründe kennt kaum ein Kunde. Unsere Informantin arbeitete in einem privatisierten Markt, der nicht direkt dem Konzern untersteht. Und das macht den Unterschied. Rund 80% aller Edeka-Märkte werden mittlerweile von selbstständigen Kaufleuten geführt. Diese Märkte gehören keiner Tarifgemeinschaft an. Das heißt, weniger Lohn für längere Arbeitszeiten ist normal. Unsere Edeka-Verkäuferin kam so auf 1200 Euro brutto bei einer 48-Stunden-Woche. In den von Edeka direkt geführten sogenannten Regiemärkten wird nach Tarif bezahlt. Das bedeutet 2070 Euro brutto bei einer 37,5-Stunden-Woche. Wieso will von der Edeka-Zentrale wissen, warum ein so deutlicher Lohnunterschied geduldet wird? Die Löhne richten sich sowohl im selbstständigen Einzelhandel wie auch in den Regiemärkten nach dem Arbeitsmarkt und den gesetzlichen bzw. tariflichen Vorgaben. Der Tarifmindestlohn liegt bei 12,96 Euro pro Stunde. Aber er gilt nur, wenn man in einem Regiemarkt arbeitet. Professor Stefan Sell ist Experte für Wirtschaft und Sozialpolitik. Er beobachtet seit Jahren die Situation bei Edeka und kennt die Gründe für die schlechtere Bezahlung in den privatisierten Märkten. Weil das der selbstständige Kaufmann auch nicht muss. Er ist nicht tarifgebunden und die Tarifverträge nach einer gewissen Zeit, wenn er so einen Markt übernimmt, nach einem Jahr spätestens kann er sagen, ich zahle unter Tarif. Und das tun auch viele, um damit die Personalkosten zu drücken. Super geil, super geil, richtig, super geil, super geil. Und die Methoden des selbstständigen Kaufmanns, um Lohnkosten zu drücken, waren radikal, wie unsere Informantin berichtet. Die Arbeitszeiten in dem Edeka-Markt sind so festgehalten worden, dass der Marktleiter die Arbeitszeiten in dem Arbeitsplan mit dem Bleistift reingeschrieben hat. Und wenn Überstunden da waren, wurden sie einfach wegradiert. Manipulierte Stundenzettel, um Lohnkosten zu sparen. Schwere Vorwürfe. Der Inhaber war bislang nicht bereit, dazu Stellung zu nehmen. Die selbstständigen Kaufleute sind verpflichtet, bei Edeka ihr Hauptsortiment zu kaufen. Sie können zum Großteil nicht über den Einkauf ihre Margen steigern, sondern nur, wenn sie Lohnkosten senken und die Arbeitszeit erhöhen. Wieder konfrontiert Wieso die Edeka-Zentrale mit den Vorwürfen. Der Edeka-Verbund ist bestrebt, allen Einzelfällen entgegenzuwirken, die den Prinzipien guter Arbeitsbedingungen widersprechen. Einzelfälle? Verdi-Mitarbeiterin Katharina Wesenig hat eine bundesweite Studie über die Arbeitsbedingungen bei Edeka veröffentlicht. Das Fazit der Studie ist, dass die Edeka sich als Dachmarke systematisch der Verantwortung für existenzsichernde Arbeitsbedingungen entzieht, dass sie letztlich die Kaufleute kontrolliert in ganz, ganz vielen Punkten, aber ihnen die Freiheit lässt, die Arbeitsbedingungen abzusenken. Super Leute, super lieb, super love, super geil. Edeka behauptet, man sei sich der Verantwortung für seine Mitarbeiter bewusst. Bei schlechter Entlohnung und schlechten Arbeitsbedingungen solle man sich einfach an den Betriebsrat wenden. Doch dieses ehemalige Betriebsratsmitglied hat damit schlechte Erfahrungen gemacht. 4 Jahre hat er vergeblich in einem privatisierten Edeka-Markt für die Rechte seiner Kollegen gekämpft. Tägliche Schikanen haben ihn mürbe gemacht, bis er endgültig aufgab.
Man hat uns Betriebsratsmitglieder schikaniert. Das ging so weit, dass man die Betriebsratsleute nicht mehr grüßte, dass man sie links liegen ließ, dass die Leute schlechtere Arbeiten bekamen, eben immer die schmutzigen Arbeiten. In 4000 privat geführten Edeka-Filialen gibt es laut Verdi gerade mal 60 Betriebsräte. In regiegeführten, also Edeka-eigenen Märkten liegt der Anteil bei fast 100%. Dazu Edeka. Der Edeka-Verbund legt großen Wert auf einen partnerschaftlichen Austausch mit Betriebsräten. Allerdings gibt es bei einem guten Betriebsklima keinen Bedarf oder auch keinen Wunsch, einen Betriebsrat zu gründen. Superpower, super stark. Alles super toll hier. Das will uns der erfolgreiche Edeka-Spot weismachen. Für viele der 140.000 Mitarbeiter in den privatisierten Märkten gilt das nicht. Super geil, denn du